ist jedes Mal immer wieder unglaublich, wie Kinder und Jugendliche reingesogen werden in diese Welt voller Musik, voller Üben. Streichinstrumente können einem ein Tor öffnen, und zwar ein Tor zur Hochkultur. Zu den Streichinstrumenten gehören die klassischen aus dem klassischen Orchester, Geige, Violine, Bratsche, Viola, Cello und Kontrabass. Und all diese Instrumente kann man bei uns auch lernen. Ich finde, das ist ein Instrument, was sehr, sehr nah an der Stimme ist. Dadurch, dass wir Saiten haben, die schwingen, genauso wie unsere Stimmbänder. Wir versuchen, allen die Möglichkeit zu geben, genau da einzusteigen ins Erlernen eines Streichinstruments, wie es gerade zu ihnen passt. Das heißt, wir haben ganz kleine und junge Kinder, die den ersten Kontakt mit dem Instrument haben. Wir können aber auch auf ganz, ganz hohem Niveau in der Begabtförderung im Einzelunterricht auf ein Musikstudium vorbereiten. Wir sind ja hier in Neukölln, da ist ja die Bevölkerungsstruktur eben auch sehr gemischt. Und das ist eigentlich auch das Schöne, dass wirklich alle Nationalitäten zusammenkommen. 10 verschiedene Länder und Nationen, die bei uns im Kollegium vertreten sind. Und unsere Schülerschaft sieht eigentlich genauso aus. Die Kommunikation mit Kindern und herausfinden, was interessiert die und wie kann ich in dem Moment Cellotechnik, Musik beibringen. Der Bereich, in dem ich an der Musikschule arbeite, ist der, in dem wir in die Schulen gehen, in die allgemeinbildenden Schulen und eine Basisarbeit leisten. Ja, die Geige hat ja eigentlich den Ruf, sehr schwierig zu sein, auch die Bratsche und das Cello. Und der Vorteil ist an unserer Arbeit in den Schulen, dass wir den Kindern diese Instrumente wirklich mal zur Verfügung stellen können, dass sie sie austesten können. Und wir fangen natürlich mit ganz einfachen Dingen an. Es geht nicht darum, virtuos zu spielen, sondern es geht eigentlich darum, das Instrument kennenzulernen und gegebenenfalls lieben zu lernen. Und wir versuchen halt, mit den kleinsten Mitteln Klang zu erzeugen. Und das hat Auswirkungen, die weit über das Musikalische hinausgehen. Sprich Akzeptanz von anderen Menschen, Kommunikationsfähigkeit und so weiter. Durch die Erfahrung, durch das viele Auftreten ist, dass auf jeden Fall meine Selbstwahrnehmung und mein Selbstgefühl währenddessen ist, hat sich total gewandelt. Man freut sich mehr, diese Herausforderung anzunehmen und irgendwie was daraus zu machen. Das wünsche ich mir für die Schüler und Schülerinnen, dass sie im Ensemble spielen und dann richtig Feuer fangen für das Instrument, sich nicht nur an ihren Lehrern orientieren, sondern sich auch vor allem an anderen Mitspielern, Spielerinnen, an anderen Kindern und Jugendlichen orientieren und gemeinsam loslegen. Musik so als Teil des Lebens zu betrachten und auch immer irgendetwas damit anfangen zu können.